Was wollen Sie von mir? Halt deine Klappe und hör mir genau zu. Ja, ja. Ich will, dass du jetzt in den Saal da reingehst. Wieso? Da drin läuft nicht mehr alles so, wie ich mir das vorstelle. Da telefonieren mir zu viele Leute. Du gehst jetzt in den Saal zurück rein und sagst, dass du die kleine Nutte angebohrt hast. Hast du mich verstanden? Wie soll ich das? Ich kann doch nicht einfach... Denk an deine kleine Tochter Lena. Lena, was... Was ist mit ihr? Was hast du mit ihr? Bis jetzt noch nichts. Aber das kann ja noch werden. Du gehst jetzt da rein und machst das, was ich dir gesagt habe. Hast du mich verstanden? Ja, ja. Aber lassen Sie meine Tochter in Ruhe. Gut, gut. Also, ruhig, Brauner. Wird doch. Noch Fragen an die Zeugen? Nein, nein, keine Fragen. Bleibt unvereidigt. Dann nehmen Sie bitte hinten Platz. Vielleicht nicht direkt neben Frau Bremer, wenn es irgendwie geht. Bei dieser Gelegenheit, also ich denke mal, diesem Anruf sollten Sie nachgehen. Natürlich. Ich sehe Sie allerdings nicht gerne alleine nachts in so einer Geschichte. Sie machen sich mit der Polizei. Klären Sie es mit der Polizei. Und wir können auch immer eben kurz unterbrechen, damit Sie alles weitere veranlassen Ganz können. Ganz genau. Also die Nummer war, wie gesagt, die Gespräche. Wir können das Hören Sie auf, egal wo Sie gerade sind. Ich kann es nicht mehr ertragen, dass hier Unschuldige leiden müssen. Ich gebe zu, ich war's. Ich habe auf Monika eingestochen. Ich war's. Paul, was hast du bitte? Das ist doch nicht dein Ernst, ja, oder? Es tut mir leid, aber es ist so. Was redest du denn da? Quatsch. Das stimmt doch Herr gar Lena, nicht. Nehme ich an. Ich Herr Lena, dann nehmen Sie bitte, mich reden. Herr Lena, schnaufen Sie aus, nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Und wenn Sie hier reden, bitte hier vorne Platz zu nehmen. Dann höre ich Sie gleich als Zeuge dazu an. Dann stehen Sie nämlich unter Wahrheit für irgendwelche Geschichten. Habe ich momentan keine Neigung. Herr Lena, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss als Zeuge, wissen Sie? Und wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Paragraph 55. Herr Lena, zu Ihrem Personalien zunächst einmal. Habe ich es eben richtig verstanden? Paul. Richtig, stimmt. Wie alt sind Sie? Ich bin 36. Wo wohnen Sie? Oder selbe Anschrift noch wie Ihre Ehefrau? Ganz genau. Landjäger 32, Wiesbaden. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Finanzberater. Sind Sie mit dem Angeklagten verwandt, Herr Schwede? Nein. Herr Lena, habe ich Sie eben richtig verstanden, dass Sie sagen wollen, dass Sie am 15. November auf Frau Bremer eingestochen haben? Richtig, das habe ich doch gerade eben gesagt, ja. Also lassen Sie die Verhandlung hier sein und schicken Sie den Typen da... Der soll gehen, der soll nach Hause gehen und buchten Sie mich dafür ein, okay? Herr Lena, schön und gut. Nur bei mir geht es immer etwas langsamer. Warum haben Sie die Tat begangen? Können Sie uns das auch sagen? Silja, es tut mir leid. Ich wollte das eigentlich unter vier Augen sagen, aber jetzt muss es hier auf diese Art passieren, ja? Aber tut mir was leid. Willst du mir unter vier Augen sagen? Was ist los? Was soll dieser ganze Auftritt hier von dir? Es ist so. Ich habe mich in Monika verliebt. Wir wollten uns zusammen ein neues Leben aufbauen, eine neue Zukunft anfangen. Ich war dann bei ihr und an dem besagten Abend und ja, ich wollte ihr eine Liebeserklärung machen und das hat sie abgelehnt. Ich wollte richtig mit ihr durchbrennen. Und naja, als sie das abgelehnt hat, naja, gut, okay, ich meine, ich bin ja nur ein zahlender Kunde für sie gewesen. Ne? Ja, typisch. Dann wurde ich richtig sauer, das hat mich innerlich verletzt, ja, dann bin ich irgendwie ausgetickt. Und dann ist es irgendwie mit mir durchgegangen. Ich weiß gar nicht, was los war. Irgendwie ist mir die Drähte durchgebrannt. Ich wusste gar nicht mehr, was ich tue. Dann habe ich auf sie eingestochen. Du hast was auf sie eingestochen? Du gibst für so einen Menschen uns auf, deine Familie, Lena und mich? Dann hast du den Verstand verloren. Das stimmt auch überhaupt nicht. Das ist doch gar nicht wahr, Paul. Ja. Der da war. Lass mal gut sein. Er hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Lass gut sein. Du brauchst jetzt keine Angst mehr zu haben. Sag einfach die Wahrheit. Sag einfach die Wahrheit, was wirklich passiert ist, okay? Lena, Entschuldigung, was soll das jetzt heißen? Sie braucht keine Angst mehr zu haben. Wieso das nicht? Beziehungsweise warum hätte sie vorher Angst haben sollen? Weil ich sie bedroht habe. Ich habe ihr gesagt, wenn da irgendein Wort rauskommt, was ich mit ihr gemacht habe, nur irgendein Wort, dann bringe ich sie um. Totaler Und deshalb musste sie Angst haben. Totaler. Paul, hast du völlig den Verstand verloren oder was? Das kann doch unmöglich dein Ernst hier sein. Ich glaube, ich träume. Herr Lena, zwei Dinge. Ja. Ich auch. Ausgerechnet die Verletzte, die es an sich wissen muss, ja, sagt weiterhin, dass nicht sie, sondern Herr Vollenstedt auf sie eingestochen hat. Zweitens, sie sind ausgesprochen, außer Atem, nervös, angespannt. So kommt keiner rein, der freiwillig ein Geständnis machen will. Warum kommt dieses Geständnis, wenn es denn eins wirklich sein sollte, ja, so plötzlich? Herr Lena, was ist los mit Ihnen? Werden Sie unter Druck gesetzt? Zwingt man Sie dazu, solche Angaben zu machen? Reden Sie doch, es kann doch nichts passieren hier. Was ist los? Ja, mir nicht. Ihnen nicht, aber wem dann? Herr Lena, wem? Lena, meiner Tochter. Lena?
Was ist mit Lena? Paul, was ist mit Lena? Was hat Lena damit zu tun? Herr Lena, wenn Ihre Tochter irgendwie in Gefahr sein sollte, dann schnell reden. Wo ist Lena? Was ist los? Ich sage, die ist bei unserer Großmutter. Das hoffe ich jedenfalls, dass sie da ist. Also, es war so, ich erzähle das von Anfang an nicht. Ich war einmal auf Toilette und da kam so ein Typ auf mich zu, hat mich an die Gurgel gefasst, hat mich an die Wand gedrückt und hat mich bedroht, hat gesagt, es passt ihm nicht, wie die Verhandlung hier läuft. Es wollen so viele Leute hier telefonieren. Ja, und ich wusste überhaupt nicht, was der wollte, was überhaupt los war. Ja, und dann hat er mich bedroht. Er hat gesagt, wenn du da wieder reingehst, ja, dann sagst du, dass du das warst. Ja? Sagst du, dass du schuld bist, dass du auf sie eingestochen hast. Wenn du das nicht machst, dann tue ich deiner Tochter Lena was an. Kennen Sie die Lena? Habe ich gesagt, meiner Tochter Lena, wo? Können Sie sich das vorstellen? Er wusste sogar den Namen. Kennen Sie den? Ja, ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Kennen Sie diesen Mann? Nein, den kenne ich nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ja, das kann ich. Ich versuche es. Er war ein bisschen kleiner wie ich, vielleicht zwischen 1,75 und 1,80. War so ein kräftiger Kerl, richtig kräftig, bullig. Ja, hatte so kurzgeschorene Haare an den Seiten und braun und irgendwelche so komische Lederschuhe hat er angehabt, habe ich noch gesehen, und eine Lederjacke, also total, ja, also, Kraft hatte der gehabt. Frau Vorsitzende, wenn ich mich kurz einschalten darf, also die Beschreibung des Zeugen passt auf einen Mann, den wir beide gesehen haben, als wir hier zum Gericht reingekommen sind. Also ich habe ihn mit der Zeugin Bremer im Clinch gesehen. Also die Zeugin Bremer müsste ihn kennen, ein sehr, sehr primitiver Mensch, wie er auf die Zeugin Bremer eingewirkt hat. Also sehr kräftig sah mir der Mann hier nicht aus, aber jedenfalls ist einer hier doch gegangen in dem Moment, als Sie meinen, das konnte er sein. Telefoniert haben mit dieser Lissy. Jedenfalls, das ist denkbar, Frau Vorsitzende. Mein Gott, Sie philosophieren hier rum, wie welcher Mann wie ausgesehen hat, was er gemacht hat. Verdammt nochmal, kümmern Sie sich bitte um meine Tochter. Ja. Frau Lena, das kann doch nicht sein. Frau Lena, das hat mit Philosophie gar nichts zu tun. Nur zunächst einmal müssen wir doch erstmal schauen, wonach sollen wir überhaupt suchen. Und dann, wenn Ihre Tochter mit der Großmutter unterwegs sein sollte, ist es auch für mögliche Täter ausgesprochen schwierig, dazu zu greifen. Die Verhandlung wird jetzt unterbrochen und der Staatsanwalt Römer wird mit Ihnen und Ihrem Ehemann jetzt alles Weitere veranlassen, auch zur Polizei gehen und mit der Staatsanwalt Römer auch die Sache mit der Lissy nicht vergessen. Klar, ich kümmere mich, Frau Vorsitzende. Okay. Das ist eine merkwürdige Geschichte, aber wir müssen ja jede Spur nutzen, die wir haben. So, das ist die Stelle, wo wir uns verabredet haben. Unter der Laterne. Genau. Dann wird sie das wohl sein. Also pass auf, ich spreche jetzt erstmal mit ihr alleine. Sie wollte das so. Du hast aber bitte ein Auge auf mich, du musst vorsichtig sein. Na klar, keine Angst. Warte nie in dem Milieu. Ich passe schon auf dich auf. Hallo. Hallo. Sind Sie Lissy? Ja, richtig, das bin ich. Sind Sie der Staatsanwalt? Genau, Staatsanwalt Römer. Sie haben mich angerufen. Was soll dieses Katz-und-Maus-Spiel? Haben Sie wirklich wichtige Informationen? Können Sie mir sagen, wer auf Frau Bremer eingestochen hat? Ja, das kann ich. Aber wir müssen vorsichtig sein, weil... Ruf einen Krankenwagen! Bleib hier. Scheiße, ist auch gestorben. Lupo 9213 an 9214, kommen. Kommen Sie. Wir sind hier auf dem Straßenstrich in der Herzogstraße. Eine Frau wurde angeschossen. Wir benötigen dringend Notarzt und Rettungswagen. Danken, Ende. Komm, bleib hier. Hallo. Rocco. Das ist Rocco, Mats. Dann hat der Zuhälter doch was damit zu tun. Hallo, bleiben Sie bei uns. Bevor wir fortfahren mit der Vernehmung des Zeugen Mats, möchte ich die Prozessbeteiligten davon informieren, dass es nach dem bisherigen Ermittlungsstand die Tochter Lena, des Ehepaares Lena, nicht in Gefahr gewesen ist, zu keiner Zeit. Herr Mats, dann möchte ich Sie als Zeuge vernehmen und Sie wissen, dass bei Gericht die Wahrheit sagen muss. Wenn man das nicht tut, man sich strafbar macht. Man kann aber schweigen, wenn man sich bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste, § 55. Herr Mats, Ihr Vorname ist Enrico. Sie sind 36 Jahre alt und wohnen in Wiesbaden. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin selbstständig. Ich liefere Sicherheit.
So kann man es auch sagen. Und sind mit dem Angeklagten weder verwandt noch verschwägert, oder? Selbst wenn ich es wäre, würde ich es leugnen. Ist doch ein freier Abschaum. Jetzt reden wir mal Tachles. Wegen welcher Scheiße bin ich eigentlich jetzt hier? Oh, Herr Matz, nicht auf diese Art und Weise. Sie sind hier, um möglichst eine wahrheitsgemäße Aussage zu machen und das in einem Ton, der bei Gericht üblich ist. Einverstanden? Okay. Und dann fasse ich für Sie zusammen, Herr Matz. Herr Vollenstedt ist angeklagt, der Prostituierten Monika Bremer 3 Stiche in den Unterleib versetzt zu haben, sie damit schwer verletzt zu haben. Und während der Verhandlung hier ist bei Herrn Staatsanwalt Römer ein Anruf angegangen einer gewissen Lisi Fröbels, die sich mit ihm treffen wollte, um ihr den wahren Täter in dieser Sache zu nennen. Und als sich der Staatsanwalt Römer mit Lisi getroffen hat, wurde diese junge Frau aus dem Hinterhalt angeschossen und so schwer verletzt, dass sie jetzt weiterhin bewusstlos in der Klinik liegt. Und ihre letzten Worte an Herrn Staatsanwalt Römer war ihr Name, besser gesagt ihr Spitzname, Herr Matz. Rocco, ne? Tja, deshalb sind Sie geladen. Ja, gut, okay, für das Mädel tut's mir auch wirklich leid. Ja, aber was habe ich denn mit dem Dreck zu tun? Vielleicht ist das ein Stammfreier von ihr, habe ich doch keine Ahnung von. Ja. Ist mir doch egal. Wollen Sie mir etwa wirklich unterstellen, dass ich die Kleine abgeknallt hätte? Oh, ich unterstelle Ihnen gar nichts, Herr Matz. Ich frage nur, und vor allen Dingen will ich wissen, ob Sie sich vorstellen können, weshalb Lisi Fröbels dem Staatsanwalt Ihren Namen genannt. Ach, das ist doch ganz einfach. Gucken Sie mich an, ich bin ein netter Mensch. Die Mädels mögen mich. Ja, und die Lisi, die machte da keine Ausnahme. Die stand auf mich. Also, Herr Matz, wär ich ein Mädel, ich würde nicht auf Sie stehen. Ich hoffe, dass Sie damit gut leben können. Unabhängig davon, diese Spielchen können wir dann natürlich noch stundenlang weiterspielen. Es wird Ihnen leider nur nichts bringen. Sie haben auf Lisi Fröbels geschossen und Sie haben auch Monika Bremer die folgenschwere Stichverletzung zugefügt. Und Sie wollten ihr einfach eine kleine Lektion erteilen. Das ist in Ihrem Kreis noch ganz üblich. Eine Prostituierte, die aufhören will in ihrem Beruf, das können Sie sich als Zuhälter doch nicht leisten. Habe ich nicht recht? Zuhälter? Du Deoro, Lazaro und Fischimarsch, was erzählst du für Herr Müll? Matz, 200 Euro Ordnungsgeld, ersatzweise 3 Tage Ordnungshaft. Und ich hoffe nicht, dass Ihre Mädchen da wieder anschaffen. Aber ich könnte gleich dafür mal gucken, wenn Sie wollen. Aber ich dulde hier keine Beleidigung. Okay, sorry. Aber da muss er auch aufhören, so einen Scheiß zu erzählen. Ich bin ein seriöser Geschäftsmann. Sehe ich etwa aus wie ein Zuhälter? Ja. Oder vielleicht wie jemand, der eiskalt Menschen ersticht oder abknallt? Natürlich bist du das. Ich hab doch gesehen, was du mit Monika gemacht hast. Jetzt ist das scheißegal, was mit dir ist. Dir interessiert nur Geld, Geld, Geld. Du Dreckschippengesicht, du bist ein freier Abschaum. Du bist gar nicht wert, mit mir zu reden. Jetzt hab aber Angst vor dir, wa? Um Gottes Willen. Herr jetzt kann ich mich auch abknallen und mir ein paar Steine hier um die Füße winkeln und mir in den Fluss schmeißen. Ist mir scheißegal. Aber mir ist es nicht scheißegal, was du mit Monika machst. Mit Monika? Ja. Monika liebe ich. Da mache ich gar nichts mit. Liebig. Also, Herr Matz, Sie sind eine bekannte Größe im Rotlichtmilieu. Das steht mal fest. Und die Lisi Fröbels, die stand, das haben die Ermittlungen ergeben, durchaus in ihren Diensten. Die hat für Sie gearbeitet. Eure Kaffeerunde, die wird mir hier einfach langsam viel zu lächerlich. Ja. Ich habe gerade gesagt, ich bin ein seriöser Geschäftsmann. Ja. Ja, die Mädels, die mögen mich. Die geben mir halt Geld für meine Gesellschaft, für Chaka Chaka. Und na gut, okay, auch ein bisschen für Schutz. Ja, ist das voll. Okay, das wollte ich tun. Nein, Moment, wen habe ich jetzt noch da? Wer sind Sie? Mein Name ist Sonja Wegelmann. Ich bin eine gute Freundin von Lisi Fröbel. Ich war die ganze Zeit bei ihr im Krankenhaus, bis gerade eben. Und jetzt ist sie wach und dann bin ich sofort nach hier gekommen. Warum? Hat sie Ihnen was erzählt oder ja, natürlich hat sie mir. Sie hat mir alles erzählt. Alles? Alles. Dann werden Sie, wenn wir Sie im Anschluss an den Zeugen Matz hören. Noch Fragen an Herrn Matz im Moment? Ich wollte nur fragen, ob es noch Fragen gibt. Nein, wäre die korrekte Antwort. Bleibt unvereidigt, Sie nehmen an der Seite Platz. Ich brauche keine erneute Schärfe. Und Sie nehmen bitte hier vorne Platz. Frau Wiegemann, dass man als Zeuge die Wahrheit sagen muss. Hey, du rennst unter meinem Stall. Bitte! Und Sie setzen sich bitte eins weiter daneben. Eins weiter rüber. Frau Wegelmann, als Zeugin muss man die Wahrheit sagen, das wissen Sie nämlich an. Aber Sie können schweigen, wenn Sie sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müssen, mal rein vorsorglich. Frau Wegelmann, zunächst zu Ihren Personalien, Ihr Vorname? Sonja. Wie alt sind Sie? 24. Wo wohnen Sie? Pfennigstraße 64 in Leverkusen. Was sind Sie vom Beruf? Ja, wonach sehe ich denn aus? Eine Hure bin ich. Nicht jeder kommt in Berufskleidung in die Verhandlung. Nicht? Sind Sie verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten? Was hat Ihnen Lisi Fröbels erzählt, als sie wieder zu sich gekommen ist? Alles hat mir Lisi erzählt. Sie wollte sich heimlich mit dem Staatsanwalt treffen, weil sie wahnsinnige Angst vor Rocco hatte. Und
Ja, sie hatte halt auch Angst, dass er davon Wind bekommt. Und deshalb wollte sie sich heimlich mit dem Staatsanwalt treffen. Und ja, leider hat dieses Arsch ja dann auch... Bitte! Nicht in dem Tod, Frau Wegelmann. Hat Herr Matzen, nehme ich an, dass Sie ihn den meinen? Ja, hat er ja dann auch davon Wind bekommen. Du Bitchfussi, halt die Fresse sonst! Was soll das? Herr Matzen, nehmen bitte Platz! Halt's Maul, verdammt nochmal. Oh, mit dir bin ich fertig. Herr Bauer, bitte! Mädel, pass bloß Herr auf! Bauer, hör mal, bitte. Warte mal! Herr Bauer, bleiben Sie bitte. Herr Matz, schauen Sie sich mal um. Herr Matz, schauen Sie sich mal um. Das ist Herr Bauer und er wird Sie gleich da... Unterschätzen Sie Herrn Bauer nicht, er ist größer. Das eine will ich dir mal sagen. Mit dir bin ich fertig, Kamerad. Für dich arbeite ich nicht mehr. Da stelle ich mich lieber für 2,50 Euro an die nächste Straßenecke. Ja, mehr kannst du auch eh nicht verlangen. Bitte. So, und was wollte Lizzie Fröbel dem Staatsanwalt sagen? Wissen Sie das? Ja, natürlich weiß ich das, dass er nicht derjenige war, der ihr das angetan hat. Sag ich doch die ganze Zeit. Ja, warten Sie es mal ab. Warten Sie es mal. Freuen Sie sich nicht zu früh. Was hat sie denn gesagt, die Frau Fröbel, wer es gewesen sein soll? Ja, können Sie sich das nicht denken? Also, was meinen Sie? Rocco war es natürlich. Was meinen Sie, weswegen er Lissy das angetan hat? Damit sie den Mund hält natürlich, damit sie nicht sagt, wie es wirklich war. Ja, sag mal, ihr Tussis, was ist denn jetzt los? Habt ihr euch jetzt ganz gegen mich verschworen? Gibt's ja wohl nicht. Bei euch gilt nur eine Sprache, die Sprache der Gewalt. Jeden Tag eins in die Fresse. Sonst lauft ihr nicht geradeaus, ne? So wie sie hier, die meint, die könnte einfach aufhören mit ihrem Job, meinen Lebensstandard nicht weiter finanzieren. Hallo, wo kommen wir denn da hin? Du spinnst ja wohl. Nur weil jemand aussteigen möchte, musst du ihn gleich abstechen. Hör mal zu, ich hätte euch mal alle platt machen sollen und das Mischstück hier vorne ersetzt. Du hast mich schon genug angetan, du verdammtes... Bitte. Hallo? Drecks! Aufschlussreich genug, dieses Gespräch zwischen Ihnen beiden, Frau Wegelmann und Herr Matz. Aber jetzt habe ich damit zu Ende. Mich wundert nur eins. Warum mich das Krankenhaus nicht angerufen hat. Die wissen, dass ich also schlichtweg die Frau Fröbels hier haben möchte, wenn sie reden kann oder zumindest die kommissarische Vernehmung. Mal. Ja, also leider liegt Lissy immer noch im Koma. Ihr Zustand ist unverändert schlecht und wer weiß, ob sie jemals noch mal aufwacht und das ist nur deine Schuld. Ja, das heißt, Sie haben das jetzt alles nur erzählt, um ihn ein bisschen zu kitzeln oder was? Aus der Reserve zu locken? Oder? Ich wollte ihn aus der Reserve locken und es hat ja auch wunderbar geklappt. Oder zweifelt noch irgendjemand daran, dass Rocco es gewesen ist? Ich habe das mal in einer anderen Verhandlung gesehen und tja, klappt ja auch ganz gut. Oder gibt es da etwa einen Paragraphen für, dass ich Ihnen jetzt das Geständnis quasi rausgekitzelt habe? Und nicht verwertbar. Es gibt einen Paragraphen diesbezüglich, 136a. Allerdings schützt das nur gegen unzulässige Vernehmungsmethoden seitens der staatlichen Behörden. Nicht durch Täuschung von Privatpersonen. Aber Herr Matz, es klang eben in der Tat nach einem Geständnis. Wollen Sie das berichtigen, was Sie vorhin haben anklingen lassen? Ich widerrufe alles. Das ganze Gegenteil ist die Wahrheit von dem, was ich sagte. Ja, wie jetzt? War das jetzt alles umsonst? Tja, Amnesie? Keine Ahnung. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist auch nicht wahr. Das ist auch nicht umsonst gewesen. Du kannst hier vielleicht jetzt widerrufen, was du willst, aber mein Gott, Lissy ist fast draufgegangen, stirbt vielleicht. Und also ich schätze mal, dass ich ihr wahrscheinlich jetzt schuldig bin, die Wahrheit zu sagen. Und dann erzählen Sie uns, Frau Bremer, was wirklich an diesem 15. November passiert ist. Okay. Also der Teil mit Sebastian stimmte soweit, bis auf den Part, dass er eigentlich schon um 8 gegangen ist und mir kein Haar gekrümmt hat. Aber um 8:45 kam dieses Schwein, hat mich zur Begrüßung erstmal in die Wohnung geschubst und mich zusammengeschrien, was mir einfallen würde, ihn zu verlassen, aufzuhören, was ich mir einbilden würde. Ich könnte hier nicht den Hampelmann machen und dann hat er zugestochen. Einfach so. Und dann hat dieses Arschloch mich einfach liegen lassen und ich habe noch gehört, wie er gebrüllt hat, dass ich es mit den Kinderkriegen und Familiegründen jetzt eh knicken könnte und dann könnte ich sowieso gleich bei ihm weitermachen und vor allem sollte ich mir mal gut überlegen, wem ich das Ganze in die Schuhe schiebe, weil mir sonst wahrscheinlich noch Schlimmeres passieren würde. Es tut mir leid, Sebastian, du warst einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Okay. Sebastian ist unschuldig. Absolut unschuldig. Herr Matz, konkret. Wollen Sie dazu noch was sagen? Nö, ich gehe dann jetzt mal. Oh, Herr Matz, ich glaube nicht. Ich nehme Sie gleich vorläufig fest. Sie bleiben bitte hier. Es besteht Verdunkelungsgefahr. Fragen an Frau Wegelmann? Nein, vielen Dank. Es bleibt unvereidigt. Vielen Dank, Frau Wegelmann. Nehmen Sie bitte an der Seite Platz. Und ich möchte keinerlei Sperenzien haben.
Noch Anträge? Nein. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Staatsanwaltin. Herr Großgericht, zur falschen Zeit am falschen Ort, das ist ein bisschen lapidar gesagt. Das Problem war, Herr Vollenstedt, wir hatten hier eine Hauptbelastungszeugin, das Opfer. Und die hat durchgängig im Ermittlungsverfahren und durchgängig hier in der gesamten Verhandlung absolut glaubwürdig bekundet, dass Sie der Täter gewesen sind. Sie hatten kein Alibi, Sie konnten ihm überhaupt nichts entgegensetzen. Und ich bin mir sicher, ich bin mir relativ sicher, sagen wir es so, dass Sie verurteilt worden wären aufgrund Ihrer Aussage. Weil wir gar keinen Anhaltspunkt hatten, daran zu zweifeln. Es hat sich herausgestellt, dass es falsch gewesen ist. Sie sind natürlich frei zu sprechen. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Herr Rechtsanwalt Fisch. Hohes Gericht, ich bin froh, dass ich hier sitze und nicht dann da drüben. Denn der Herr Römer hat gerade gesagt, er hätte meinen Mandanten verurteilt. Und nur, weil man nicht nachdrücklich ermittelt hat. Herr Römer scheltet mich immer, wenn ich nachdrücklich ermittle. Diesmal ist die Wahrheit rausgekommen. Zum Glück, Herr Römer, freuen Sie sich. Ein hoffentlich faires Urteil. Davon gehen Sie auch aus. Ich beantrage Freispruch. Sie haben das letzte Wort, Herr Vollenstedt. Monika, ich liebe dich noch immer. Und aber du hättest wenigstens mit mir reden können. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens sowie die notwendigen Auslagen des Angeklagten fallen der Staatskasse zur Last. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Herr Rechtsanwalt Höch, Herr Staatsanwalt hätte Ihnen Ihren Mandant mit Sicherheit nicht verurteilt. Er hätte höchstens die Verurteilung beantragt. Und wie das Gericht entschieden hätte, weiß ich nicht. Aber in der Tat war es hier ausgesprochen problematisch. Dann, Frau Bremer, da Sie ja nun Irrtum ausgeschlossen als Hauptbelastungszeugin da waren. Und das ist ein großes Problem, Frau Bremer. Ich verstehe einerseits Ihre Angst. Aber Sie, wenn Sie glauben, mit so jemandem zusammenarbeiten zu müssen, der bereits derartige schwere Verletzungen Ihnen zugefügt hat, da aus dieser Geschichte kommen Sie nie weiter heraus. Das hat eigentlich Ihre Kollegin Lizzi sehr gut gemerkt. Die wollte wenigstens was sagen und es verhindern. Auch Ihr Gegenüber hat er diese entsprechend riesengroße Gewalt angewendet, einfach draufgeschossen. Und wir wissen wirklich nicht, ob Lizzi Fröbel das überleben wird. Aber eines weiß ich, Herr Matz, für lange Zeit werden Sie diesem Gewerbe fernbleiben. Herr Römer wird Sie im Anschluss an diese Verhandlung festnehmen. Gegen dieses Urteil gibt es Rechtsmittel, Berufung oder Revision einzulegen binnen einer Woche ab heute. Es wird verzichtet. Nach Verzicht der Staatsanwaltschaft ist das Urteil rechtskräftig. Die Verhandlung ist geschlossen. Auf geht's, Herr Matz. Sie sagen, glaube ich, Ihrem Anwalt besser Bescheid. Rocco Matz wurde unter anderem wegen schwerer Körperverletzung an Monika Bremer und wegen Anstiftung zum versuchten Mord an Lizzi Fröbels zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Sein Handlanger Robert Haas wurde unter anderem wegen versuchten Mordes an Lizzi Fröbels zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Monika Bremers wurde wegen falscher Verdächtigung und unartiger Falschaussage zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten auf Bewährung verurteilt.